Heute machen wir eine rote Linsensuppe, Melje McTroadwasser. Also dieses Rezept lieben wir. Ist auch sehr sättigend. Übrigens, falls ihr auf Diät seid, könntet ihr das auch einfach vielleicht mit einem Stück Eiweißbrot oder so abends essen. Also muss jetzt nicht unbedingt zur Fastenzeit oder so gemacht werden. Ich mache das jetzt auf meine Art und Weise. Bei mir kommt immer noch ein bisschen Gemüse rein für den Geschmack. Und ja, also uns schmeckt so mit dem Gemüse auf jeden Fall viel besser als pur. Würde ich euch auch so empfehlen. So, aber jetzt geht's los mit den Zutaten. Wir brauchen eine Tasse rote Linsen. Ich habe mit diesen Tassen hier abgewogen. Die umfassen ungefähr 300-350 Milliliter an Wasser. Also Grammangaben sind natürlich anders. Das ist auch egal. Also es kommt hier bei diesem Rezept nicht auf die genauen Grammangaben an. Deswegen messe ich das zur Einfachheit halber immer gern mit diesen Tassen ab. Also einfach hier so eine Kaffeetasse, würde ich sagen, rote Linsen. Dann habe ich hier ein bisschen Gemüse. Ich habe mir eine große Kartoffel klein geschnibbelt, eine große Karotte ebenfalls klein gemacht. Achtet darauf, die Stückchen relativ klein zu halten, damit die Suppe dann schneller kocht. Und weil die Linsen ja auch relativ klein sind, dass der Garpunkt dann eben derselbe ist. Und die Zwiebel habe ich mir grob gewürfelt. Dann habe ich hier noch Salz und Pfeffer und außerdem Paprikapulver und Tomatenmark. Und dann brauchen wir kaltes Wasser, also bitte nicht abkochen. Diesmal brauchen wir es kalt und außerdem brauchen wir natürlich noch ein bisschen Olivenöl. So, und los geht's jetzt mit der Zubereitung. Dafür geben wir etwas Olivenöl in einen Topf. Ich empfehle euch, einen großen Topf dafür zu nehmen oder einen hohen Topf, weil das blubbert nachher ganz schön und dann versaut ihr euch nur eure Arbeitsplatte, ich meine natürlich eure Herdplatte. So, und dann lässt ihr das Öl jetzt erstmal heiß werden und dann kann das Gemüse darin angebraten werden. So, mein Öl ist jetzt heiß und ich gebe jetzt das Gemüse da rein. Also die Kartoffeln, die Karotten und die Kartoffeln. Und diese dünste ich gerade so 1-2 Minuten an. So, hier kann jetzt Tomatenmark und Paprikamark mit rein. Wenn ihr wollt, könntet ihr auch noch Tomaten reingeben. Normalerweise mache ich das immer. Ich gebe so ungefähr 2 Tomaten immer noch mit rein. Ich habe jetzt nur leider keine mehr da. Ich habe noch eine Tomate da, die brauche ich aber nachher für was anderes. Und wenn ihr Ingwer mögt, dann gibt auch Ingwer mit rein. Also mein Mann mag das halt nicht so, deswegen mache ich es nicht rein. Aber es ist halt super gesund. So, und hier legt sich jetzt so ein bisschen Rost ab. Und das ist gut so, das soll auch so sein. Hier können wir jetzt unser Wasser hineinkippen. Es könnte auch sein, dass wir ein bisschen mehr noch brauchen. Allerdings gebe ich erstmal etwas weniger rein und später kann man dann noch heißes Wasser reingeben. Dieses ist allerdings kalt, soll auch kalt sein. So, und hier habe ich meine Linsen gewaschen, gründlich gewaschen, sehr wichtig. Und die kommen jetzt auch hier mit in die Suppe rein. Meine Gewürze können jetzt auch mit rein, also Salz und Pfeffer. Und nun wird das Ganze zum Kochen gebracht und wird so lange vor sich hin geköchelt, bis das Gemüse und die Linsen gar sind. Rührt dabei aber unbedingt immer wieder um, weil das Ganze brennt super schnell an. Habe in Vergangenheit leider schon die Erfahrung gemacht, kurz mal nicht aufgepasst und alles angebrannt und die ganze Suppe hat angebrannt geschmeckt. Deswegen bitte, bitte unbedingt ab und zu mal umrühren. Und das Ganze dann am besten nur auf mittlerer Flamme vor sich hin köcheln lassen. So, wenn die Suppe fertig gekocht ist, sieht sie dann ungefähr so aus. Also sie wird schon so ein bisschen püreeartig. Die Linsen zerfallen komplett und verteilen sich in der ganzen Suppe. So, ihr könntet die natürlich jetzt so schon lassen. Ich püriere die Suppe allerdings immer sehr gerne. Und mit einem Pürierstab ganz einfach und passt auf, es ist wirklich sehr heiß. Die Temperatur habe ich schon ausgeschaltet und jetzt wird die Suppe nur noch püriert.
So, meine Suppe ist jetzt fertig püriert und sie ist wirklich sehr breiartig. Deswegen kippe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Wasser rein. Das ist jetzt komplett Geschmackssache. Ich werde euch natürlich unten in die Infobox schreiben, wie viel Wasser ich insgesamt für die Suppe verwendet habe. Und ja, und jetzt könnt ihr auch noch mal abschmecken, Salz, Pfeffer und so weiter, ob alles in Ordnung ist. So, fürs Servieren machen wir Türken bei so Suppen immer noch eine Buttersoße drüber. Dafür lasse ich jetzt hier das Stückchen Butter in einem Topf schmelzen. Währenddessen kann jetzt auch schon mal das Paprikapulver rein und außerdem noch die getrocknete Minze. Und das lässt ihr hier jetzt alles schmelzen und die ganzen Aromen miteinander verbinden. Und fertig ist eure Buttersoße. Und jetzt zeige ich euch aber, wie ich es servieren würde. So, ich habe mir hier jetzt so ein türkisches traditionelles Töpfchen hergeholt. Ich weiß übrigens nicht, ob es die in Deutschland gibt. Und Entschuldigung hier für den Lärm, aber die renovieren hier bei uns im Haus. Und ja, es ist total nervig, aber man kann jetzt leider nichts dran ändern. Auf jeden Fall nervt es mich extrem. Das hört irgendwie gar nicht mehr auf. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe hier jetzt mein Töpfchen und da fülle ich jetzt meine Suppe hinein. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Teller nehmen, ne? Ich mache das mehr oder weniger für meine Fotos. Und hier habe ich die leckere Buttersoße, die jetzt einfach nur über die Suppe verteilt wird. Also so ein Esslöffel pro Suppe genügt vollkommen. Und das ist unsere Suppe. Und so sieht unsere Suppe dann fertig aus. Also sehr, sehr lecker. Ihr könntet übrigens auch, wenn ihr wollt, noch Suppennudeln mit reingeben. Nachdem ihr das Ganze püriert habt, einfach nochmal kurz aufkochen, bis die Suppennudeln gar sind. Und dann habt ihr eine Linsensuppe mit Suppennudeln. Und übrigens passt mein Baslama-Brot hervorragend zu dieser Suppe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch in die Infobox und da könnt ihr auch gerne mal gucken. So, das war's jetzt schon. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Ich hoffe, ihr kocht es alle mal nach. Würde mich sehr freuen. Ich würde mich auch über Fotos freuen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über eure Kommentare und auch darüber, wenn ihr mein Video teilt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!